Also, mein Name ist Flo Huth. Ich stelle euch heute Programmiersprache Pure Data vor. Das ist so ein bisschen ironisch, weil ich bin eigentlich Musiker und ich rede hier vor Programmierern und versuche ihnen eine Programmiersprache zu erklären. Und das ist natürlich eine witzige Sache, aber ich versuche mein Bestes, ja? Um da ein bisschen reinzukommen, macht es Sinn für mich, ein bisschen historisch vielleicht in die Sache reinzugehen? Und zwar, warum ist überhaupt irgendwann mit Computern mal Musik gemacht worden? Welche Ambition ist da dahinter gewesen? Und so weiter. Das erste Mal, dass so ein Computer Töne gemacht hat, was ich gefunden habe, war anscheinend 1951 in Australien an der Uni. Die hatten da einen Großrechner. Wie das Ding heißt, das Institut, kann man ja da sehen. Und da hat ein Mann namens Geoff Hill programmiert am Computer, der hieß Cesia MK1. Dieser Rechner, den man hier sehen kann, also ein ziemliches Monster sozusagen, und der hat das Ding dazu gebracht, Töne zu produzieren. Und zwar hat er das benutzt, um abgeschlossene Prozesse zu signalisieren zum Beispiel. Die hatten ja von außen keinen Zugriff, jetzt unbedingt zu sehen, ob das Ding fertig gerechnet hat und so weiter. Was das Teil gemacht hat, war klicken oder pfeifen, wenn irgendein Prozess fertig ist. Und das war wohl anscheinend das erste Geräusch, was aus dem Computer rausgekommen ist, was man irgendwie bewusst genutzt hat. Sozusagen. So, da steht es jetzt nochmal. Leider, ich hätte gerne eine Aufnahme davon mitgebracht, gibt es da keine davon, aber es würde wahrscheinlich sowieso nur Klick und Piep machen, deswegen. Aber es ist informativ zu wissen. So, die ersten wirklichen Aufnahmen, die es davon gibt, von Computern, die eine Melodie spielen, kamen aus Medien im Prinzip, und zwar lustigerweise von einer Kindersendung. Ich habe leider kein Video von der gefunden jetzt, aber da habe ich die Musik von. Und zwar wurde da God Save the King gespielt, irgendwie, also Kinderlieder sozusagen. Der Computer, der das gemacht hat, sah wohl so aus, abzüglich der Frau vorne, also dahinter diese Schaltkästen und so weiter. Ich habe das dabei, das war nicht sexistisch gemeint oder sowas. Man muss sich ja heute abgrenzen von diesen Dingen. In der Öffentlichkeit. So, ich spiele das jetzt mal vor, was da rauskam. Das klingt schon hart. Also, God Save the King. Das ist ein Medley. Achso, vielleicht sollte ich... Dann können wir es auf uns wirken lassen. Etwas. Ja... Was Besseres findet man nicht, das ist was. So, jetzt kommt das andere Lied. Let's jump. Another tune coming up. Baba Black Sheep. So, da lacht man, ja klar, also es ist auch ein lustiges Thema. So, zurück. Es geht weiter. Jetzt ist es so, ja. Ja, also ich denke, das war damals sehr experimentell und ich glaube, die haben sich damals ihren Kram zusammengelötet irgendwie, der da rauskam. Wie das produziert worden ist, also wie da ein digitales Signal in Schall umgewandelt worden ist, am Ende weiß ich bei dem Teil nicht, wie das später gemacht worden ist und was da die Ideen war, dazu komme ich jetzt gerade. Die ziemlich gute Idee, die relativ kurz danach kam, war... dass man Magnetband benutzen kann. Und zwar deswegen, weil man Prozesse, die am Rechner laufen, eben aufzeichnen kann in einem langsamen Tempo auf Magnetband. Man kann sich das so vorstellen wie eine Kassette, die eben langsam abläuft und da kann man eben, sagen wir mal, zeitverzögert Daten draufspielen. Der Vorteil davon ist der, man kann es später schneller wieder abspielen. Ja? Das kann man über einen Wandler... Ein Digital-Analog-Wandler, da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen, wie das geht. Ich glaube, das könntet ihr besser als ich. Umwandeln in ein akustisches Signal über eine Lautsprecheranlage oder sowas. Das haben die Amerikaner gemacht und zwar, soweit ich weiß, am IRCAM-Institut. Weil die Dinger so langsam waren. Ah, Entschuldigung, muss ich noch dazu sagen. Es waren natürlich, die Rechner waren zu der Zeit einfach viel zu langsam, um in Echtzeit Töne zu generieren. Das ging nicht. Ja, wie auch immer. Ist ja jetzt auch erst seit den 90ern. So,
das so ein bisschen als kleinen Background, warum oder wie die Leute damit angefangen haben. Es gab dann Ende 50er einen Typ, der hieß Max Matthews. Ja? Der war auch an den Bell Telephone Labs und war eigentlich Telefontechniker im Prinzip. Und der hat sich mit Sprachsynthese befasst. Das war wohl damals für die ein sehr großes Thema. Ich denke, weil sie Prozesse automatisieren wollten, die mit Anrufweiterleitungen und so weiter zu tun haben. Der hat 1957 Music One geschrieben. Der hat da glücklicherweise Zeit bekommen. Ich weiß nicht, also es gibt, also der Typ hat auf dem Vortrag die Geschichte erzählt, dass er mit seinem Chef auf einem Konzert war und sie haben eben ein Schönberg-Lied gehört und irgendwas anderes und sie waren beide der Meinung, ein Computer könnte das irgendwie besser machen als der Pianist. Deswegen hat er da wohl Zeit bekommen und der hat 57 eben Music One geschrieben. Was das Ding konnte, war nicht so viel. Das war einfach eine Klangfarbe und eine Stimme. Konnte also irgendwie Töne machen. Dazu hat irgendein übermotivierter Mensch das erste Stück geschrieben und das habe ich auch dabei zum Vorspielen. Das klingt auch lustig. Das ist das hier. Einen Moment. Das ist gleich von eben. Hier ist es. Kunstmusik. Ist abgespaced. Ein dramatisches Ende, um es kurz zu fassen. So, also das sind so ein bisschen die ganz frühen Sachen. Jetzt ging es da weiter mit Music 2 relativ schnell, ein Jahr später ungefähr. Und das Ding konnte schon ziemlich viel mehr, nämlich Mehrstimmigkeit, 4 Stimmen. Und es konnte was, das heißt Wavetable-Synthese. Da möchte ich auch nicht so genau drauf eingehen. Der Vorteil davon war der, dass man in einem Speicher eine Wellenform ablegen konnte. Und die konnte man eben vorher berechnen. Ja, was wir eben gehört haben, war eine sehr einfache Wellenform. Das war ein Sägezahn, glaube ich, oder eine Triangel. Ja? Und das lässt sich eben offenbar sehr leicht berechnen. Ja, da war jetzt der Vorteil, dass man eine relativ komplizierte Wellenform vorher berechnen kann, die in den Speicher lädt und von da abrufen kann. Also der Computer muss das nicht mehr, der muss nur lesen. Deswegen, das möchte ich deswegen sagen, weil das heutzutage eine sehr wichtige Syntheseform auch immer noch ist. Dem begegnet man ständig. Später sehen wir es vielleicht noch, ich habe auch was dabei. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Relativ kurz danach, auch ein paar Jahre, hat derselbe Typ im Music 3 geschrieben und da ein Konzept eingeführt, das auch hinführt zu der Software, die ich gleich beschreiben will. Deswegen mache ich den ganzen Umweg auch. Und zwar hat er Unit Generators sozusagen erfunden als Idee. Die Idee war davon, dass man sozusagen wie in der analogen Synthese, wo man angefangen hat in der Zeit Module zu bauen, sowas, was er auch gemacht hat hier vorne, also Filter, da unten steht der Synthesizer übrigens, von ihm, wenn ihr, aber ihr kennt den sicher, ne? Also braucht, wie auch immer, einzelne modulare Schallteile eben zu bauen und ich, also so ähnlich, wenn die auch früher ausgesehen haben, ihr seht diese Klinkenstecker hier, diese Eingänge, das Ding ist eben patchbar, man kann vom einen in das andere reingehen und so weiter und so fort. Was es genau tut, kann uns relativ egal sein zu dem Zeitpunkt, wir wissen nur, und es reicht, Kabel zu Kabel irgendwie, man kann was hin und her schicken. Und er hat das eben virtuell umgesetzt, was eine relativ interessante Idee war zu der Zeit. Also man muss sich vorstellen, irgendwie in den 60er Jahren. Ja? Jedenfalls diese Dinger, Dankeschön, die er da gebaut hat, hat er Unit Generators genannt. Ich habe so einen Schaltplan jetzt davon hier, den wir da sehen können. Im Prinzip ist das ein Flussdiagramm. Ich fange mal von unten nach oben an. Das macht mal aus meiner Überzeugung immer mehr Sinn. Wir haben unten so ein DAC, ein Digital Audio Converter, Englisch Verwandler. Oben drüber ist ein Oszillator. Und dieser Oszillator hat einen Eingang, wo er eine Frequenz empfängt. Ja? Diese Frequenz entsteht dadurch, dass im Prinzip eine Rampe mit dem Oszillatorsignal multipliziert wird und dadurch ein aufsteigendes, lauter werdendes, periodisches Signal erzeugt. Ja, also ihr seht, Musik machen mit dem Computer ist irgendwie ein bisschen komplizierter. Sieht einfach aus, aber ist, ja, wie auch immer. Gut, jetzt komme ich zu dem Typ, zu dem ich eigentlich hin will. Das ist Miller Puckett, das ist der Typ, der Pure Data geschrieben hat, im Prinzip. Der hat Mitte der 80er Jahre ein Programm geschrieben, das hieß Max. Ja.
Und diesen Namen Max hat er abgeleitet eben von Max Matthews, dem sozusagen Erfinder von diesem Unit-Generator-System. Der Typ war, steht ja da, Mathematiker. Er hat es auch an der Uni geschrieben, an dem IRCAM in Paris. Kann es sein, dass ich es eben verwechselt habe? Das IRCAM ist nicht in den USA, es ist in Paris. Der hat das übernommen, dieses Prinzip. Er hat es visuell dargestellt, ja, und das Ganze deswegen getan, weil für einen normalen Musiker, so wie ich oder irgendjemand anderen, ist es viel zu kompliziert, direkt mit Computern zu interagieren oder so auf einer, sagen wir mal, einfachen Ebene, also direkten Ebene. Deswegen diese Idee vom visuellen Programmieren. Ja. Davon habe ich auch, also von diesem ersten Programm, das er geschrieben hat, habe ich auch eine Aufnahme mitgebracht. Das ist jetzt natürlich gleich Avantgarde-Musik, deswegen mache ich es sehr kurz. Weil, ja, klingt so. Das ist ein Piano und das wird, ein Rechner nimmt das Audiosignal auf und verfremdet das. Ernst. Ja. Sehr ernst. So. Will ich nicht weiter drauf eingehen, jetzt großartig, sondern endlich mal zu dem Programm kommen, über das ich eigentlich reden möchte, nämlich Pure Data. Das ist irgendwie Mitte 90er entstanden. Ja, Max gibt es auch immer noch als Programm, das sich sehr stark weiterentwickelt hat auch, und es ist sehr empfehlenswert, wenn man sich dafür interessiert, da vielleicht mal reinzugucken. Da gibt es auch eine Demo, die man sich runterladen kann, da kann man es ein bisschen benutzen. Der Nachteil ist, Max kostet Geld, Pure Data nicht. Deswegen sollte man erstmal da reingucken. Heißt es nicht sogar Max MSP oder so? Ja, Max MSP, das ist Musical Signal Processing, ist die Abkürzung, und das ist praktisch der Teil von Max, der Audio generieren kann. Und Max alleine ist nur eine Steuersoftware. Ah, okay. Ja. So, ja, was da los ist, ist so datenstromorientiert, wie das Bild, das wir eben gesehen haben. Es ist echtzeitfähig. Es ist ein Open-Source-Programm. Gut, die Version ist egal. Plattform ist praktisch, ist auf jeder Plattform, die eigentlich so im Großteil benutzt wird, was auch immer. Ich benutze es auf Linux hier. Es gibt sogar für Arch Linux auch. Ja, die Konfigurierung spare ich mir, weil das ist super langweilig. Und funktioniert wie in jedem anderen Programm eigentlich auch. Man muss eine Soundkarte anwählen und so weiter und so fort. Ich will jetzt mal ein bisschen in das Programm reingehen, wie das so aussieht. Man sieht hier am Anfang so ein Fenster, ich denke, ihr könnt es sehen hinter mir. Ein neues Projekt kann man hier so öffnen, und was man da jetzt sieht, ist eigentlich erstmal nicht viel als ein leeres Blatt. Wenn man so ein bisschen wissen will, was man da tun kann, dann ist es ja, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, eine gute Sache, in die Hilfe reinzugehen, die es hier irgendwo gibt. Wo ist sie denn? Da. Da gibt es einen Haufen Sachen, die man sich angucken kann, die sehr, sehr nützlich sind und so weiter. Also wenn sich irgendjemand mal mit dem Programm auseinandersetzen will, sollte er da reinschauen zuerst. Das habe ich nicht gemacht am Anfang, es war ein Fehler. So. Korrekt, ja. Steht hier dummerweise nicht drin, deswegen habe ich es nicht gemacht. Gut, wir sehen hier, es gibt zwei verschiedene Modi, auf die komme ich gleich zurück, die werden wir sehen. Es gibt so eine Art Edit-Mode, in dem man Sachen erzeugen kann. Das mache ich gerade mal hier. Ich bin gerade in diesem Edit-Mode, da gehen ja so Kästchen auf, sozusagen, verschiedener Form. Und die Steuerung ist einfach mit Maus und Keyboard. Man kann Shortcuts benutzen und so weiter. So. Die Grundbausteine von dem Programm sind folgende. Wir haben hier eine Objektbox, so heißt die. Man sollte das aber nicht verwechseln irgendwie mit objektorientierten Programmieren oder sowas. Das hat damit nicht so viel zu tun. In diesem Teil kann man sozusagen Programme öffnen. Und ich mache jetzt mal so einen klassischen Anfang so ein bisschen. Man kann hier was posten ins Post-Window mit dem Print-Programm. Ja, und das, was ihr hier seht, was sich gerade bewegt, das ist die Messagebox sozusagen. Die kann man irgendwelche Strings reinschreiben oder eben Messages, wie sie hier heißen. Und klassischer Anfang irgendwie, machen wir es so. Was tut das Ding? Gott, ich sehe gar nichts. Ups. Einen Moment. Es postet einfach in das Hauptfenster, wo auch immer es gerade ist. Es ist hier.
rein, und zwar folgendermaßen, dann gehe ich eben aus diesem Edit-Mode raus und kann hier anfangen zu interagieren mit diesem Programm. Diese Numberbox, die hier ist, das ist einer der nächsten Grundbausteine, die kann ich hier auch benutzen und halt irgendwelche Nummern generieren. Also das ist alles sehr gut nachvollziehbar, denke ich irgendwie, und nicht so schwierig. Es gibt auch Kommentare, wie in jedem guten, keine Ahnung, wie in jeder Programmiersprache, Pure Data, was weiß ich. So, was kann es noch? Gucken wir mal rein. War da noch was? Nein. So, wie ihr seht, befinden sich hier an diesen Objekten Eingänge und Ausgänge, und ich habe die eben schon verbunden mittlerweile, diese Dinger, diese Kabel nennt man Patchcords, die da drin sind, deswegen steht es da, ist halt ein englisches Programm, deswegen die Terminologie. So, das ist dieses Hello World Programm, was ich da eben gemacht habe. Da brauche ich jetzt auch nicht mehr wirklich drauf eingehen. Für uns ist aber interessanter, wie kann man mit dem Ding Geräusche machen im Prinzip. Es gibt hier nicht nur Objekte, mit denen man eben, sagen wir mal, Befehle geben kann, was ich eben gemacht habe, oder Nummern erzeugen kann oder irgendwelche Strings reinschreiben kann. Es gibt auch Audio-Objekte. Die sind hier grundsätzlich gekennzeichnet mit einer Tilde hinten dran, wie ihr sehen könnt, ne? Ich öffne das jetzt mal hier so, schreibe hier ein paar Dinger rein, die uns helfen, damit zu interagieren in irgendeiner Form. So, was ich jetzt hier gemacht habe, ist folgendes. Ich habe einen Audio-Ausgang angelegt. Ich habe einen Multiplikator hier angelegt, für was werden wir gleich sehen. Und ich habe einen Oszillator erzeugt. Den steuere ich jetzt mit einer Numberbox hier. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Man müsste gehen. So, und da hört man hier schon, da passiert jetzt irgendwas. So, also im Prinzip ganz kurz gefasst, das ist eigentlich das, was man unter Echtzeitsteuerung versteht, auch wenn es hier sehr banal erscheint erstmal. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. Das habe ich nämlich gerade vergessen. Hier drauf will ich nicht so arg eingehen. Es gibt hier immer eine Unterteilung zwischen Objekten, die Signale berechnen, und Objekten, mit denen man irgendwelche Steuerdaten schickt. Das ist deswegen so, um einfach Kapazitäten vom Rechner zu sparen. Man muss sich vorstellen, Audiodaten werden im Normalfall, so wie es aus dem CD-Player reinkommt, haben 44.100 Samples pro Sekunde. Jedes dieser Samples hat 16 Bit, das ist ein Riesenhaufen Daten und so weiter. Wenn man nicht unbedingt in so Taktraten arbeiten muss, macht man es eigentlich nicht. Okay. So. Nochmal die Hilfe vielleicht zu diesen Objekten. Ich erzeuge nochmal gerade eins. Es gibt noch eine wichtigere, man kann über diesen Objekten jeweils hier in so eine Hilfe reingehen, und dann öffnet sich hier ein Fenster, in dem eigentlich eine relativ genaue Beschreibung dieser Objekte eben drin ist. Mit denen kann man interagieren auch wieder und hier irgendwelche lustigen Dinge tun, man sieht, wie sie funktionieren. Auch wieder weiter in neue Hilfefenster gehen und so weiter und so fort. Also es ist relativ gut dokumentiert. Das ist bei Macs etwas angenehmer. So, man kann nicht nur schöne Dinge tun mit Pure Data, man kann auch Mathematik benutzen. Und zwar, ich mache jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, einfach eine Addition hier. Das würde dann so aussehen. Und das ist natürlich etwas angenehmer bei schriftbasierten Programmiersprachen. Da können wir hier jetzt einfach eine Addition machen. Es gibt da relativ viele, man kann auch hier, was weiß ich, Potenzen machen, man kann Formeln erzeugen. Was ist das jetzt? Habe ich geschrieben? Mal 1000 geteilt durch 3. Irgendwas halt, irgendeine. Und das, also man kann auch Formeln benutzen hier und so weiter und so fort. Also das ist, in dem Bereich ist es relativ gut. So. Das ist so in etwa die Steuerung, wie man das Ding bedienen kann. Jetzt versuche ich mal klarzumachen, wie man hier Synthese machen kann damit. Einfach als Beispiel, um zu zeigen, wie kann man das Ding benutzen? Das muss ich kurz öffnen. Und ja, ihr seht, da muss ich erstmal gucken. Das ist jetzt privat, weggucken. So, hier. Also, ich versuche euch mal von vorne nach, also von oben nach unten, dem Flussdiagramm entsprechend zu erklären, was hier eigentlich los ist. Ja, wie das läuft. Ihr seht oben,
ein Objekt, das heißt Node ein. Das ist dafür da, um hier zu kommunizieren mit diesem MIDI-Klavier. Da kommen MIDI-Daten raus, die haben ein bestimmtes Format, da will ich nicht drauf eingehen, so arg. Jedenfalls kann ich das konvertieren später mit diesem MTOF-Objekt, das ist eine Abkürzung für MIDI to Frequency. Ja? MIDI hat eine Reichweite in der Regel von 0 bis 127. Das ist nicht so viel, also wir können 127 Noten erzeugen. Die werden da in Frequenzen umgerechnet. Ja, wenn ich jetzt hier drauf drücke, seht ihr, die MIDI-Note 81 oben entspricht der Frequenz 800 Hz eigentlich. Ja? Unten drunter ist dieser Sinusoszillator und daneben ist diese beschauliche kleine Schaltung daneben. Das ist vielleicht für euch ein bisschen interessanter, weil das ein Test ist. Da teste ich einfach, ob irgendeine Zahl, die reingeht, also aus diesem Noteneinausgang, größer ist als 0. Wenn das so ist, wandle ich die um in Trigger-Signal. Das habe ich übrigens eben vergessen, das sind Bangs, das ist relativ wichtig. Trigger. Damit tue ich eine Liste, sozusagen, wie sagt man, triggern halt, also sie, und das Line-Objekt damit füttern sozusagen. Das Line-Objekt kann es umwandeln in Rampe und die geht von 0,2 nach 0 in 500 Millisekunden. Das ist eine Hüllkurve und diese Hüllkurven benutzt man natürlich auch bei analogen Synthesizern. Also er hat eine gelötet hier in seinem Teil drin im Prinzip. Zu was das führt, sehen wir hier in diesem kleinen Fenster oben. Da sehen wir eine Sinuswelle, ist am Anfang eben laut, die Amplitude, und dann wird es eben leiser. Das ist erstmal als erstes einfaches Beispiel. Das ist jetzt eine relativ langweilige Syntheseform, würde ich sagen. Da kann man nur einen Sinusoszillator an- und ausmachen. Man kann hier auch die Klassiker umsetzen zum Beispiel. Und da fange ich an mal mit additiver Synthese. Das ist jetzt gleich ein bisschen komplizierter, wie man sieht. Was hier los ist. Wir sehen dieses Noteinobjekt wieder, MIDI-Noten können reingegeben werden, es wird umgewandelt in eine Frequenz und dann passiert Folgendes, ja, wir haben einen Oszillator, wo die Frequenz praktisch unverändert reinläuft und mit diesen anderen Oszillatoren wollen wir Obertöne erzeugen. Ja? Dafür habe ich hier so Interaktionsobjekte. Ich will jetzt hier also, was ich hier mache, die doppelte Frequenz der Grundfrequenz und hier mal die vierfache davon. Das sind hier Multiplikatoren, wie man sieht, ein Mal, eine Tilde, es ist ein Audioobjekt. Hier ist ein Eingang vom Oszillator, die kriegen also die zweifache Frequenz, der kriegt die vierfache Frequenz. Hier unten tue ich praktisch die Modulationsintensität, würde ich jetzt mal sagen, festlegen. Und zu was das führt, zeige ich euch mal gerade. Also ihr könnt hier wieder sehen, wir haben eine einfache Sinuswelle. Ich tue da nichts draufrechnen und jetzt lege ich das mal hier drüber. Und ihr seht, dass sich die Welle da doch recht drastisch verändert, ne? Da kommt so ein Glockensound raus, das klingt auch noch nicht so interessant. Ich kann hier relativ komplexe Timbres, sagt man als Musiker in der Regel, also Klangfarben erzeugen. Je mehr Oszillatoren man benutzt, je mehr Hüllkurven man einbaut, diese ganzen Grundbausteine, desto komplexere Sachen kann man damit bauen. Das ist ein sehr einfaches Beispiel eigentlich. Das ist eine Sache. Wieder hier unten dran haben wir so einen Hüllkurvengenerator, da geht es dann raus. So. Ich will noch eine weitere Syntheseform vorstellen oder zwei, die man damit generieren kann. Es gibt einen Haufen. Vielleicht mal FM-Synthese wäre eine Idee. Das ist eigentlich auch relativ, naja, ich weiß nicht, ob es einfach ist. Man kann es relativ schnell überblicken. Wir haben hier wieder einen Noteneingang. Und was hier passiert, erstmal als Überblick, ist, wir modulieren die Eingangsfrequenz von einem Oszillator eigentlich, um da ein Signal rauszubekommen. Wir haben hier wieder irgendwelche MIDI-Noten. Ihr seht, da geht es gerade voll im Frequenzspektrum los. Und zwar auch wieder mit Vielfachen dieser Grundfrequenz. Ja? Wie ihr hier sehen könnt, das Spektrum, oder sagen wir mal, das nicht, die Welle verändert sich recht drastisch. Das ist jetzt alles sehr hohe Noten hier. Ich muss mir die Oktave runterstellen, damit es... Genau, das ist schön, schön 60er Jahre auch wieder. Naja. So, das wird oft benutzt, um Drums zu erzeugen, wenn man eine hohe Intensität hat, davon, ja, schön hoch, genau, sorry. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt eingerichtet habe. Ne, dieser Sägesound, das ist halt so im Prinzip so Computermusik aus den 70ern, 80ern, da ist sowas viel benutzt worden eigentlich im Endeffekt, ja. Also die Sachen, die ich hier vorstelle, sind sehr grundsätzlich, ja, erstmal.
Ich glaube, ich will jetzt nicht näher eingehen auf verschiedene Syntheseformen. Ich will mal zeigen, was man so in größeren Verbünden sozusagen damit machen kann, damit ich mal zum Ende komme und ich euch nicht total überfordere mit dem Audiogramm. Ich zeige euch jetzt mal so einen Verbund, den ich hier gebaut habe und ein bisschen, wie das funktioniert. Also was ihr hier seht, das sieht erstmal auch nicht so aus, als wäre da so viel los. Ja, es gibt so kleine Blöcke, wir sehen kleine Steuerungsgeräte, GUI-Objekte meine ich natürlich. Steht dran, was es macht. Es macht laut. Und was man hier oberflächlich sieht, ist nur die halbe Wahrheit, denn man kann hier sehr stark in die Tiefe gehen. Und zwar wirklich sehr stark über verschiedene Ebenen, sehr, sehr weit nach hinten sozusagen. Also man kann ein sehr hohes Abstraktionsniveau erreichen hier. Es ist natürlich immer die Frage, was man dann für Musik damit macht. Das ist ja dann wieder Geschmackssache sozusagen. Ich stehe auf so eher so ein bisschen verrücktere Sachen, würde ich sagen. Ich hoffe, es klingt halbwegs jetzt. Und es ist nur Mono, die Hälfte fehlt. Also ich mache dann sowas zum Beispiel irgendwie. So, das funktioniert alles generativ. Halt so, der Rhythmus ist jetzt nicht kompliziert, aber der entsteht aus sich selber. Dieses Sample wird an verschiedenen Stellen getriggert. Das funktioniert automatisch und ändert sich, ja? Was ich da jetzt nicht gemacht habe, sind verschiedene Liedteile oder sowas in der Art. So, damit möchte ich es gern so ein bisschen abschließen. Also ihr seht, man kann dieses Programm ins Abartige irgendwie ausbauen. Es geht natürlich noch viel mehr. Möchte jetzt kurz hier durch, das war das eben, was ich so gemacht habe. Das dann noch, also Sachen, die ich damit gemacht habe auch schon, die müsste man aber einzeln vorstellen, weil die in sich wieder sehr komplex sind. Also wer irgendwie Granularsynthese ist, ein bisschen komplizierter, kann man machen. Spektralsynthese, was auf Deutsch mit K geschrieben wird, kann man machen. Physical Modeling ist sehr beliebt im Moment irgendwie. Da wird über Delay, im Prinzip werden Räume simuliert, das kann man da machen. FFT-Synthese ist ein bisschen spezieller. Man kann generative Musik damit machen, man kann interaktive Musik damit machen. Zum Beispiel, was weiß ich, über irgendwelche Human Interface Devices, was man halt dranhängen will. Es funktioniert das meiste. Was beliebt ist, ist zum Beispiel durch Video zu arbeiten und so Video-Tracking zu machen. Das ist eine andere Sache, die ich jetzt gar nicht angesprochen habe hier. Man kann mit dem Programm auch deswegen eine Multimedia-Sprache auch mit Bild arbeiten. Das geht auch sehr gut. Ja. Man kann zum Beispiel, was ihr hier mehr macht, auch ein Arduino-Board dranhängen und dann könnte man diese ganzen Synthesizer auch mit Sensoren steuern zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Das ist ein Fass ohne Boden irgendwie. Wenn man sich dafür interessiert, reingeht irgendwie und das macht, es ist anfangs etwas kompliziert, sich zurechtzufinden in diesem Wald aus verschiedenen Möglichkeiten, aber also für mich ist es sehr gut. Habe ich noch ein schönes Schlusswort? Nein. So, das war's. Ich hoffe, ihr habt irgendwas gelernt darüber und ich habe euch nicht irgendwie ober- oder unterfordert. Über oder unter. So, Dankeschön.